So. Erstmal gucken. Das war gerade. Jetzt habe ich keinen Cursor. Plata de la Palma. Das wäre der 8. Schein. Aber der ist egal. Wir haben den wichtigen 7. Wir haben überall 7 oder 8. Außer in Parco Fortuna. Parco Fortuna. Miststück. Er ist ein Schnall. Es ist ja ein Skill-Issue. Das Spiel ist ja nicht schlecht. Schade, ich wollte einen Vogel fangen. Hat nicht geklappt. Man kann Vögel nämlich nur essen. Parco Fortuna 4. Ja, aber ich habe keine Ahnung, was ich da tun soll. Ich bin in einem Dead End. Ich schnall nicht, was ich machen soll. Bitte dumm für die Mechanik. Der hört ja nie auf mich. Das ist mal mit diesem wunderschönen Spiel aus meiner Kindheit, beziehungsweise mein erstes 3D Mario alleine, und wünsche noch viel Spaß an Arno. Vielen Dank. Bist du in einem Dead? Ja, ich bin auch in einem Dead End. Mein ganzes Leben ist in einem Dead End. Ich bin ja doppelter Dead sogar. Was denkst du denn bei dem Level? Das geht da hinten. Ich muss da hinten zu dem Riesenrad hoch. Aber das funktioniert nicht. Bin so blöd für den Weg. So. Blackie hat vorhin mal angedeutet, man kann irgendwie cheaten. Ich hätte diese Idee nicht abgeneigt. Ich möchte es nicht wissen, aber ich suche jetzt mal. Er hat die Schnauze nämlich voll von diesem Level. Hier kommt man gar nicht hoch. Da kann der Weg ja nichts. Das Kinderspiel, das muss doch einfach sein. Das Kind hat mich das Spiel komplett frustriert. Ich hätte das einfach komplett wütend in die Ecke geworfen und nie wieder angefasst. Moment. Warte, also danke für den Follow, der nicht in meinem Activity-Feed angezeigt wird auf Twitch. Dashboard, bist du broken? Filter. Soll das eigentlich alles anzeigen, außer... Ja, außer Belohnungsanfragen. Ja, aber wenigstens geht das Stream Elements Dashboard wieder und da schon Sinn. Danke für den Follow. Warum ist denn eigentlich irgendwas kaputt? Letztes Mal war das Dashboard, war Stream Elements kaputt, heute das Dashboard. Super Mario Sunshine ist doch wie Urlaub für die Finger. Naja, er hat mich verklickt. Ach so, ja, dann lass den Follow gern wieder rausnehmen. Ist auch besser für deine Gesundheit, für die mentale. Das hält dir ja keiner aus. Nein! Siehst du? Genau wegen sowas. Nimm den jetzt mit! Ah, ich hasse dieses Level so sehr. Jetzt gehen beide! Das ist so ein Dreckspiel. Es ist so ein inkonstant. Wenn das alles wirklich so konstant wäre, was passieren würde, man sieht wieder nichts. Er hasse es. Also wirklich, der Part hier ist einer der schlechtesten überhaupt. Vor allem, weil zum ersten Mal die Kamera einfach wirklich sagt, ne, ich habe jetzt keinen Bock, ich habe jetzt auch mal Urlaub. Das ist so scheiße. Endboss Kamera, ey, Mario 64 war viel schlimmer. Mario 64 ist einfach nur der Horror gewesen. So, wir müssen erst nämlich den anderen wegschlagen. Na komm. So, und hopp. Einmal in diesem Nirvana mit dir. Und hopp. Und hopp. Und wechseln. Der kann nämlich theoretisch eigentlich sogar bleiben aus seiner Gehässigkeit. Tschüss. So, damit könnte ich jetzt hochklettern. Könnte ich. Aber, was wir schon wissen, das haben wir nämlich beim letzten Mal gemacht, dann hängt mir der da vor der Nase rum. Heißt, ich müsste eigentlich auf der anderen Seite erst sein. Oh, noch keine Ahnung wie. So, da, genau. Aber da hängen nämlich zwei rum, die mir im Weg umgehen. Und ich weiß nicht, wie ich die loswerde. Ich kann nämlich hier... Ich habe nichts gedrückt gerade. How the fuck? Das Spiel mobbt einen nämlich auch manchmal.
Oh, was? Du möchtest dich umgucken? Ja, pff, du hast auf einmal Stamina, die noch nie im Spiel war, die nicht erwähnt wurde. Keine Ahnung, was jetzt gerade wieder los war. Was war das denn? So, aber das ist... Ich hasse dieses Spiel. So. Ich muss es so. Schwächeanfall. Ja, wahrscheinlich. Ich bin auch mal raus. Ich wünsche dir eine gute Nacht und noch viel Erfolg. Ja, Erfolg. Nerven werden mir lieber. Gibt noch ein Zitat vom Doktor von der Folge, die ich auch gut fand. Listen, question. Why do we talk out loud when we know we are alone? Aha. Ich weiß sogar, welche Folge, ja. Oh Gott. Conjecture. Because we know we are not. Evolution perfect survival skills. There are perfect hunters. There are perfect hunters. There is perfect defense. Question. Why is there no such thing as a perfect hiding? Answer. How would you know? Logically, if evolution were to perfect a creature, those primary skills were to hide from view, how could you know it existed? Yes. So, ich würde jetzt gerne eigentlich nach hinten spritzen. Warum? Ich hab doch extra auf die andere Düse gewechselt. Dieses Tick-Tack-Hurenspiel. Es geht mir auf den Sack. Ich hab die Düse doch extra gewechselt. Raufspiel, wenn ich was mach, nicht reversen. Doch zum Katzen. Ich mach was nicht ohne Grund. Fix-Spiel, ey. Kriegst solche Anfälle langsam bei dem Spiel. Ich hatte so gute Laune am Anfang bei dem Spiel. Und irgendwann kam der Punkt, wo es einfach nur noch... Das ist alles scheiße. Ja? Ja, na... Actually? Hold on. Nein. Oh, ich müsste nach hinten spritzen und sofort wieder ranfliegen. Von mir auch eine wunderbare Nacht an alle Anwesenden. Antoni, nochmal danke für deinen Raid und habt eine wunderbare gute Nacht. Ihr beide. Das hat das Fräuchchen auch gehört. Ich passe hier auf Dave auf. Okay, Arno, hier meine Trinkflasche ist nämlich leer. Hol mir mal einen Schnaps. So, jetzt warte mal. Jetzt hänge ich hier. Was heißt? Das ist blöd. Ich schick dir einen. Ich hab irgendwo in irgendeinem Schrank hier müsste einer sein. Ich denke doch im Stream nicht. Das Problem ist, wenn ich irgendwann mal einen Drunk-Stream mache, so für jeden Rage-Anfall einen Shot. Ich bin in einer halben Stunde liegt tot am Boden und dürfte einen Sanitäter für mich rufen. Halte währenddessen im Spiel aus, stimmt. Ein bisschen bewegen, nicht, dass wir wieder random runterfallen. Erst wenn ich da oben an die Decke komme, bringt mir das gar nichts. Doch! Ich kann nicht spritzen währenddessen. Während ich an der Decke bin, kann ich nicht spritzen. Ah, aber ich kann mich spritzen, während ich dranhänge. Haha! Hahaha! Weg mit euch! Nee. Wo bin ich? Was mache ich hier? So, jetzt hab. Bumm. Das ist gut. Ich glaube nicht, dass das so intended war, aber. Ja, es hat funktioniert. So, die zwei Viecher sind weg. Wir können nach oben.
Und ich bin hier. Du bist hier, Schnabeltier. Nein. Oh, und jetzt wird es langsam. Oh, das heißt, wir können das da rein und drauf hüpfen und in Ruhe da hochfahren. Oh, oder wie hoch ist der? Ne, da komme ich nicht hoch. Jetzt nur noch da hoch. Ich schaff's das mal, bevor er stirbt. Glaub mir, ich schaff das, dass ich das alles noch mal in den Sand setze. Gar kein Thema. Yay! Oh, was ein Bugmist. Man muss Level einfach an verschiedenen Tagen immer wieder probieren. Da hat man eine komplett andere Herangehensweise. So. Kann der nächste Schein bitte Mario Morgana sein? Danach können wir das Spiel nämlich direkt beenden. Fehlt nämlich nur noch ein Mario Morgana. Ja, ich habe vorhin gefragt, was die Bedingung ist, um das Spiel zu beenden. Aber es war sogar eine meiner Vermutungen, dass ich alle beenden muss. Ah nein, das Yoshi-Karussell kommt vorher noch. Na gut. Ja, an das erinnere ich mich. Da sind wir schon mal mitgefahren. Nein. Ja, ich habe A gedrückt, aber die Cutscene ging doch Sekunden weiter. Als ob der sich den Input merkt und dann abbricht. Das ist doch kacke. So. Ja, okay. Achso. Nee, das war schon. Ja, das Yoshi-Karussell. In dem Eisen mal einmal mitgefahren, ein paar Meter. Das war sehr langsam. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. So, ich bin hier. Guten Tag. Yoshis schlüpfen aus Eiern. Ja, Eier wie diese. Danke. Ein Yoshi-Ei. Jetzt erinnere ich mich, dass ich eines sah. Wo? Warum sagt er mir nicht einfach wo? Da haben wir das Yoshi-Karussell. Kennst du Yoshis? Die Insel war früher ihr Habitat, aber sie sind verschwunden. Nachdem die Bagger alles platt gemacht haben, damit wir hier einen Vergnügungspark bauen können. Toll! Das Spiel ist eigentlich nur scheiße zum Tieren. Was man Tieren gerne... Ja, sehr gut. Was man Tieren in dem Spiel die ganze Zeit antut. Ist der Wahnsinn. Da. Ich sehe doch da die Gedankenblase von dem Yoshi-Ei. Eine Kokosnuss. How the hell? Where? Das müssen wir die Früchte in dem Level erstmal suchen. Oh. Bitte bleib wenigstens immer bei der gleichen Frucht. Warte, hier. Ich wusste, irgendwo hier lag eine. Nein. So, und dann... Was mache ich mit dem Yoshi dann? Also, wir wissen ja jetzt gerade nur Yoshi, aber... Ja, guten. Was in aller? Was ist mit diesem Ei? Ja, da ist ein Yoshi drin. So, jetzt haben wir den Yoshi. Und nun? Und jetzt? Gehen wir mit dem Yoshi zu den Yoshi-Eiern. Sieh dir das nur an. Der orangefarbene Yoshi ist weg. Was hat das zu bedeuten? Oh nein. Oh nein. Ich muss durch Früchte diesen Yoshi orange färben. Und dieser Yoshi ersetzt dann den,
Dann dreh dich doch, wenn du zu blöd bist zum Springen. Ach Gott. Ja, ja, also er ersetzt dann den, der da fehlt. Das ist aber nicht orange, das ist der pink. Oh, cooles Ding. Ich habe mich ja auch hier zum Beispiel für den pinken Deckel entschieden bei der kleinen Flasche. Weil der schwarze ausverkauft war. Schwarz ist halt, bleibt einfach meins. Und sie hatten keinen grünen. Aber auch ein Früchte. Da? Das wird es nicht sein, das ist zu einfach. Nee. Hallo. Was ob? Na. Mein Gott. Und der Yoshi ist weg. Ich krieg einen Anfall. Warum der da nicht hochkommt? So dummes Scheißviech. Nee, du bist was anderes aus dem Ding hier. Die höchste Frucht im Spiel, das ist klar. Die am höchsten liegt, muss er fressen. Alter, sowas regt mich ja auf. Weil der Yoshi sich nicht festhalten kann. Die Tiere in diesem Spiel wird kein Leid angetan. Ja, ja. Wir distanzieren uns von sämtlichen Mutmaßungen. Nintendo. Können wir mal kurz beachten, dass die Yoshis Sanja wirklich kein gutes Leben haben? Nee. Erst wird ihre Insel umgewandelt und dann wird der jetzt nachher ausgestopft und dahin gepackt. So, warte mal, wie komme ich da hoch? Ach, das war komplett dumm. Ja, ich bin nämlich komplett falsch. Aber wir brauchen die Früchte unterwegs. Er liest meinen Witz nicht vor. Hä, welchen Witz? Hallo Quicks. Welchen Witz? Was? Es gibt keinen Witz. Der ist der Witz von der Stunde. Oh, warte. Weil ich doch vorhin im Dashboard einen Chat-DC hatte. Deswegen wird auch der Follow nicht angezeigt. Die Raids sind auch nicht drin. Ich muss das Dashboard aktualisieren. Ja, jetzt ist wieder alles richtig. Stimmt, Witz von 9 Minuten. Danke. Ja, das Dashboard hat mich aktualisiert. Der Arzt zu seinem Patienten. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche wollen Sie zuerst hören? Na dann würde ich doch lieber die gute zuerst hören. Darf der Arzt? Also, wir werden die Krankheit nach Ihnen benennen. Gut. Auch gerne. Das ist doch orange, oder? Das ist ziemlich orange, würde ich sagen. Können wir das mal probieren? Aber wenn das nicht orange ist... Oh nein! 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 Das scheiß A-Cappella-Level. Ach, come on. Ich will nicht mehr. Wie viel Leben haben wir überhaupt? Hier, naja. Ah. So, und einer der beiden wird das One-Up sein. Bitte lass es wenigstens den ersten hier sein. Nein. Danke. So, was haben wir hier? Ah ja. Wir haben verschiedene, ich sag's mal, Ringe. Und... Ich muss auf... Okay.
Wir sehen, der äußere Ring ist der rote. Der ist langsam. Der geht gegen den Uhrzeigersinn, hat aber dann eine Blockade. Dann der grüne geht im Uhrzeigersinn, als zweiter von außen, hat wieder eine Blockade. Dann der schwarze hat eine Blockade. Nur der blaue im Inneren hat keine Blockade. Das heißt... Das war jetzt schlecht. Okay. Dann holen wir uns das One-Up hier schon mal. Indem wir einfach nur stehen bleiben oder springen? Wir machen nichts davon. Wir holen uns weder das One-Up. Ah, ich hab gar nicht. Na, Dave, hast du auch eine Blockade? Im Hirn auf jeden Fall, sonst hätte ich das One-Up abgerollt. Meine Fresse! Was war das denn? Da war ja mal wieder Skill von allerhöchstem Niveau! Das ist dann. Hätte aber wissen müssen. Das mit dem Yoshi, das war zu einfach. Ich hab's aber wirklich nicht gerochen. Gut gemacht, dankeschön. Wenn ich einmal so ein Level wenigstens First Try schaffen würde, dann würden alle sagen, boah, Dave, voll gut. Hätte ich ja nie erwartet. Aber so, ja, ist halt Dave, ne? Entspreche euren Erwartungen. Ah! Halt dich doch fest! Er macht einen 180, aber hat sich nicht festgehalten. Was ein Arschloch. Oh. Der Klempner ist aber nur unnütz. Deswegen ist dein Bruder cooler. Und weil du rot trägst und er grün. Ich kriege hier immer einen Herzinfarkt bei dem Sprung, ey. Das ist jedes Mal was anderes. Rot ist wirklich die einzige Farbe, die ich nicht leiden kann. Und grün ist halt meine Lieblingsfarbe. Und Mario kann halt einfach nicht so weit hüpfen wie Luigi. Nein, dafür ist Luigi besser. Keine Lust mehr auf das Minecraft-Level hier. Oh Gott. So. Heiß auf das One-Up. Ich will nie mehr. Ich kann mir gestohlen bleiben. Oh Gott, das war knapp. Ja. So, wir gehen da weiter hinter, damit wir schön Zeit haben. Gut. Sollen wir den Sprung machen? Ah, whatever. Oh nee, ich gehe noch weiter. Ich dachte, das war's. Also. Magnetkissen? Nein, nein. Das war jetzt die Hälfte. Yes. Ich hasse dieses Spiel. Und jetzt ist das nur eine Münze. Ach, Wix-Spiel. So, du fährst vor. Wird niemals aufhören. Ich befürchte es. Also, warte. Was passiert denn hier? Oh nein, ich muss mit gezielten Sprüngen und Wand. Oh Gott. Ich hab ja schon die Schnauze vor. Oh nein. Jetzt geht das Level nämlich erst los. Weil man, der fährt wenigstens nur und dreht sich nicht noch 100.000 Mal. Ich geh einfach direkt runter. Du verschwindest nämlich. Hm. So. Genau, von hier da rüber und dahin, okay. Wir machen das Step by Step. Nö, wir warten, bis der wieder da ist. Nö. Nö, keine Hektik, wir haben Zeit. Wir sind ja noch jung. So.
Ich weiß also nicht, wo ich hin muss. Aber erstmal höher. Schaffe ich es von hier da hoch? Wir glauben an dich. Ein bisschen. Minimal. Fast gar nicht. Naja, vielleicht. Dann sind wir wenigstens alle auf einer Seite. So, ich könnte hier hochspringen. Daher. Wann bin ich? Ich habe nichts gedrückt. Er ist aus dieser Ansicht rausgegangen. Liegt es daran, dass einfach zwei Pads angeschlossen sind und eins einen Hänger hat? Ich habe das hier gerade nur geschüttelt und er ist aufgestanden. Das heißt, irgendein Input kam durch Schütteln vom Pro-Pad. Weil ich spiele ja mit GameCube-Controller. Egal, wir versuchen jetzt einfach mal meine Idee. Okay, okay. Das lief deutlich besser als erwartet. Holy crap. So. Da drauf springen. Wenn der oben ist, da. Ja, 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 ich weiß, wie es geht. Und ab. Ah! Oh, oh. Okay, alles gut, alles gut. Nichts kaputt. Nein! Warum verzieht er denn? Du sollst. Warum? Spring doch einfach nur im Lot weg! Oh, du Kackspaten! Ey, der Kerl ist so dumm! Keine Ahnung. Ich krieg noch Nerven zusammen mit dem Spiel. Nein, 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 nicht so risky. Das ist besser. Versuch jetzt einfach mal nur mich zu konzentrieren, mal. Für 5 Minuten. Oder einfach mal länger als 5 Sekunden. Aber das Problem ist, ich babbel schon wieder. Heißt, das wird schon nichts mehr. So. Whoop. So. Die Stelle. Hä? Muss ich von da anfangen? Ich möchte mittig anfangen eigentlich. Nee. Es gibt bestimmt einen Sprung im Spiel, den ich einfach noch nicht kann und oder kenne, mit dem ich darüber springen könnte. Erfolgreich, und direkt zum Stern, als er in sein Insignie kommen würde. Nee, nee, nee. Sehr gut. Wunderbar. Exakt das. Möglicherweise gibt es einen solchen Sprung, ja ganz sicher. Mein erstes Mario-Spiel, ich hoffe, der kann das genauso lieben wie ich. Es gibt Stellen, wo ich es gerade verflucht habe, aber größtenteils ist es ein saugutes Spiel. Trotzdem, ich weiß wirklich nicht, warum ich mir gedacht habe, ich spiele ein Mario-Spiel. Ich hasse Plattformer. Seriously, ich hasse Plattformer. Könntest du ja mal wild die Duckentaste zum Experiment. Was ist denn die Duckentaste? So, Mario Magana. So, letztes Mario Magana Level. Und dann vorbei. Beenden wir den Scheiß heute. Ich muss den Affen wieder jagen. Ey. Der wird müde. Das ist absolut die wichtigste Frage.
Aus dem Ducken. Gibt kein Ducken, du verarscht mich. So. Wo ist er denn? Ach, da ist er vor mir. War ein bisschen Schaden in den Reinprügeln. Wer war das? Wer flötet hier? Ba, 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 ba. Oh nein. Ich schaff doch solche Sprünge nicht. Ja, er ist wieder weg und ich darf ihn wieder suchen. Hör doch auf. Ich hab keinen Bock mehr. Wo ist der Depp? Ich hasse es so. Das sind, also ich, es ist nicht schwer, ihm hinterher zu laufen, aber es ist einfach nur nervig. Irgendwo da rechts oder jetzt links, hat er gesagt, haben wir uns ja gerade gedreht. Mach den Scheißsprung! Ich hasse es so sehr. Oh! Suddenly Momentum des Todes! Da fick ich einfach. Wo ist er da? Der ist da durchlaufen, das ist deine Ding. Und, warte, kann man anstürzen. Ich höre schon wieder ein Gewitter draußen. Ah, der steht vor dir. Wo willst du denn hinspritzen, bitte? Hallo, ja, fick dich doch. Hallo. Oh mein Gott, weil der Trottel da mir im Weg steht. Kotz gleich. Jetzt hörst du endlich mal auf. Er steht vor dir, wo spritzt du denn hin? Es geht mir am meisten auf den Sack. Ah, halt dein Maul. Endlich. Boah, bin ich jetzt gestorben. Imagine. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Er spritzt einfach sonst wohin. So, 67.